Ich nehme euch heute mal mit auf einen Tag. Wir kombinieren das ein bisschen mit, was ist Dizzy und was macht Dizzy? Let's go. Aber bevor wir zum Sport gehen, machen wir erstmal schnell den Staubsaugerroboter leer, füllen Wasser auf und schicken das Ding los. Hey Siri, schalte Robocop ein. Okay. Mission Abort. Wir gehen doch nicht gleich zum Sport. Der gute Jimmy, der hat mir gerade die neue Folge von Generation Z geschickt. Und damit wir ein bisschen Vorlauf haben und die ganzen Sachen bei Spotify raus sind, machen wir das jetzt noch fix zwischendurch, damit ihr um 12 pünktlich hören könnt. Also, Feuer frei, Marianne. Ist fertig. Wird jetzt prozessiert und dann geht das raus. Und dann sollte das, denke ich mal, so in 10, 15 Minuten fertig sein. Ich muss aber nicht mehr hier sein. Das heißt, ich gehe jetzt in die Garage zum Sport. Heute ist Oberkörper dran. Willkommen. Erstmal Schuhe aus, weil hier drin ist Barfußpflicht, außer auf dem Ding. Das ist hier mein zweites Zuhause. Hier bin ich 7 Tage die Woche drin. Jeden Tag nach dem Aufstehen. Yes, sir. Warum bin ich hier 7 Tage die Woche drin? Weil es einfach gut für mich ist. Ich habe nämlich für mich festgestellt, dass Sport meinen ganzen Kopf aufräumt und das gut tut. Heute ist Montag und montags mache ich meistens Oberkörper. Und ich mache das Ganze 4-mal die Woche, also 2-mal Oberkörper und 2-mal Unterkörper. Und da sind bei mir jeweils 4 Übungen pro dabei. Also ich habe kein spezielles Muskelgruppentraining, weil das für mich zu lange wäre und zu lange dauern würde. Und ich müsste mehrmals die Woche trainieren, weil ich so oder so schon tue. Aber das ist quasi mein Anfang, mit dem ich beginne, da ich nicht Bodybuilder sein möchte, sondern einfach nur grundsätzlich erstmal fit sein möchte und meinem Körper was Gutes tun möchte. Das heißt also, heute ist Oberkörper, morgen wäre Dienstag, morgen ist Unterkörper, also Beine, bisschen Rücken etc. pp. Und heute machen wir die eine oder andere Übung für die Arme, für den Nacken, für die Brust. Und dann gehen wir am Ende nochmal eine Runde laufen, weil Laufen fetzt und Laufen ist wichtig. Lasst uns mal beginnen. Nächste Übung. Let's go. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off. Yeah, lay you down. I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere von euch fragen. Sag mal, Dizzy. Warum hast du mit Gummibändern, wenn du eine Bank hast? Genau daher kam nämlich meine Rotator-Manschettenentzündung. Ich habe vom Bankdrücken so große Schmerzen in der Schulter gehabt, dass ich 2 Monate Pause machen musste. Und ich habe das heute noch, wenn ich mit mehr Gewicht drücke, dass ich ganz, ganz doll Schmerzen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe mir als Jugendlicher mal 2-mal die Schulter ausgekugelt. Und ich glaube, das ist nicht so glimpflich verheilt. Deswegen trainiere ich gerade, also für den einen oder anderen werden das wahrscheinlich komische Übungen sein oder Aufbauübungen oder was auch immer. Wir kennen ja diese Sporty Spices da draußen. Das ist für mich gerade einfach nur, dass meine Schulter, meine Muskulatur langsam hinterherkommt und ich wieder dann anfangen kann, das da zu machen. Let's go! So, 30 Minuten sind rum. Heute war relativ entspannt. Ich werde mich jetzt fertig machen. Also ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich werde mich kurz in die Sonne setzen. Duschen. Und werde ich erstmal duschen gehen. Let's go. So, frisch raus aus der Dusche. Jetzt ist es mittlerweile 11.56 Uhr. Ich habe zwischendurch noch den Podcast fertig gemacht sozusagen. Ich muss noch 1-2 Menschen antworten, damit ich das nicht vergesse, weil ich habe mir nämlich angewöhnt, alles, was ich so unter 2 Minuten erledigen kann, das mache ich. Also werde ich das jetzt noch machen und dann gibt es die erste Mahlzeit des Tages. Nice! Zeit für ein Frühstück.
oder sagen wir mal die erste Mahlzeit. Es ist übrigens sehr interessant, durch die Kamera zu wiegen. Es gibt jetzt 169, klingt gut, 169 Gramm Haferflocken. Die Haferflocken mache ich jetzt einfach auf dem Herd warm. Also ich mache jetzt hier nicht großartiges Hokuspokus, sondern mache sie einfach nur warm, dass wenn ich die Hand drauf halte, dass sie eine gewisse Temperatur haben, damit die sich ein bisschen öffnen und quellen. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann kommt da erstmal schön Mandelmilch rein. Und dann wird das schön verrührt. Das ist ein bisschen schwierig, ohne Fett zu halten. Naja, aber es wird jetzt verrührt und dann kommt gleich noch mehr rein. Jetzt ist noch ein Löffel Honig drin. Das kann man da sehen. Und zwei Scoops Proteinpulver. Jetzt machen wir mal eine Masse draus da. Jetzt machen wir noch ein paar Sultaninen und ein paar Cranberries drauf. Dann machen wir noch ein paar Nüsse drauf. So, und dann kommt jetzt noch ein Apfel dazu. Und fertig ist meine erste Mahlzeit. Jetzt können wir das super Haferflocken mit bisschen Obst und ein paar Nüsse. Und die Mahlzeit ist meine erste Mahlzeit am Tag und die reicht auch bis abends zum Abendbrot. Also ich esse nur Abendbrot und Frühstück, mehr nicht. Was ich zum Abendbrot esse, das erwartet uns später. Der Abend ist angebrochen. Es ist jetzt 20.23 Uhr. Es gibt drei Wraps. Hier ist Käse drauf, ein bisschen Soße, Zwiebeln, eine Menge Salat und Mozzarella. Let's go. Die Dinger sind jetzt im Opti-Grill. Deckel drauf, Feuer frei. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Jetzt gibt es erstmal Essen und ein bisschen Netflix. Let's go. So, jetzt ist es 8:30. Naja, 9:00. Und bei mir ist der Tag vorbei. Also ich habe mir jetzt meine letzte Mahlzeit reingedrückt. Jetzt geht's aufs Sofa, noch eine halbe Stunde, Stunde irgendwas gucken und dann ist Haya Bobo angesagt. Schüssikowski, vielen Dank fürs Zugucken und bis dann. Vergesst doch nicht, den Like-Button zu smashen oder den Daumen nach unten und schreibt mir Kommentare.